So Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe einen richtig fetten Karton auf dem Tisch stehen. Den muss ich heute auspacken, auch wenn das Video erst Sonntag online kommt, also in 3 Tagen, denn heute ist Donnerstag, weil ich brauche etwas, was sich hier drin befindet. Die Sachen, die hier drin sind, habe ich nämlich selbst bestellt. Ein paar Sachen, das sage ich euch dann, hat Janine noch dazu gepackt, denn wir beide haben ja eine Kooperation miteinander, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann wisst ihr es jetzt. Den Shop und auch die Produkte verlinke ich wie immer unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal alles durchlesen. Da findet ihr ein paar Daten zu meinem Social Media, zu meiner E-Mail und ein paar Links immer mit Sachen, die ich gut finde. Und ja, unter anderem auch mit den Shops, die ich auspacke. Und hier sehe ich etwas Bitterböses schon in der Kiste. Ugh, ich hasse Styropor. Das weiß sie auch, das habe ich ihr gesagt. Aber sie hat ihr Styropor benutzt, um das Paket zu stabilisieren. Denn das letzte, wenn ihr da mal in einem anderen Unboxing von Janine X gucken wollt, das letzte Paket wurde ganz schön zerdrückt. Das ist jetzt hiermit verhindert worden. Das ist nämlich fest wie Wolle. Bedank dich dafür, dass wir dein Styropor entsorgen werden. In unserer sowieso immer vollen gelben Tonne. Ja, Knauschelpapier kann ich immer weiter verwenden. Das packe ich immer in eine Kiste. Kann weg. So. Und dann sehen wir hier auch schon den gesamten Inhalt mit noch mehr Styropor. Nehmen wir mal alles nach und nach raus. Hier sehe ich nämlich schon was, was ich definitiv bestellt habe. Ich habe kein Bild bestellt, aber ich habe mir eine B-Ware Restesteinchen-Leinwand bestellt. Und zu der kommen wir gleich am besten, denn ich nehme jetzt erstmal den Kleinkram hier raus, dann kann ich den Karton wegschaffen und dann haben wir Platz auf dem Tisch. Dann hat sie mir eins ihrer Stickeralben mitgeschickt. Denn das hat sie beim letzten Mal, als ich euch die Sticker gezeigt habe, vergessen. Hier ist es jetzt. Das wird genauso wie mein Release Paper Sammelalbum hinter mir auf dem Regal Platz finden. Und dann werde ich da welche von den 10 Bögen Stickern reinkleben, die es bei ihr im Shop gibt. Richtig schöne Diamond Painting Sticker von ihr designt. Dann hat sie hier etwas reingepackt. Das haben wir miteinander abgesprochen. Das ist ein Bild für meine Freundin. Ja, da haben wir drüber gesprochen. Ich werde jetzt nicht so das Privatleben meiner Freundin hier erwähnen, aber gibt einen Grund, dass die liebe Janine ihr eins ihrer Bilder mitgegeben hat. Das soll ich ihr weiterreichen und lieb grüßen und das werde ich dann auch tun. Da wird sie sich sicher drüber freuen. Dann, das haben wir auch abgesprochen, weiß ich schon, was das hier ist. Das möchte ich euch nämlich unbedingt vorstellen. Dafür nehmen wir mal die Knisterfolie auch an die Seite. Das hier ist eine Holzbox für eure Magneten. Diese hier, oh, ist richtig schwer, weil Zeitungspapier, daran liegt es nicht. Hier sind Magnetplatten drin. Eiskalt sind die vom Transport. Das Paket ist heute nämlich erst angekommen. Eine oben, eine unten. Und die Box könnt ihr mit euren Magneten beladen. Und hier passen richtig viele rein. Ich habe ja auch teilweise richtig große Magneten. Die kommen dann hier drauf und die halten in der Box bombenfest. Da rutscht nichts runter. Jenga, das war ein Karton hinter uns von meinem letzten Unboxing. Ja, und die Magneten könnt ihr hier alle reinpacken. Die halten dann richtig, richtig fest. Wie ihr seht, da rutscht nichts mehr. Und ich möchte aber meine stehenden und meine Figurmagneten hier am liebsten reintun. Und ja, das Schöne an der Box ist, hoppla, ich muss die Platte oben noch festkleben. Das Schöne an der Box ist, ihr könnt euch die selbst gestalten. Ich habe zum Beispiel auch einen Brennkolben, mit dem ich was draufschreiben könnte. Ihr könnt aber auch die Box mit Reststeinchen oder Stickern verzieren. Das ist das Schöne an der Holzbox, die Janine wusste, dass ich eine haben möchte. Und deswegen hat sie mir eine aus ihrem Shop überlassen, dass ich euch die vorstellen darf. Wenn ihr die kommt, dann ist da nichts dran. Ich habe eine B-Ware-Box bekommen, aber das war auch in Ordnung. Das war so abgesprochen. Werde dann die Magnetplatten noch einkleben und dann werde ich die für meine Magneten benutzen und auch irgendwann mal gestalten, wenn es um Reststeinchen-Ideen geht. Und dann haben wir hier nämlich noch den Hauptkern und den Hauptgrund meiner Bestellung. Und dann nehmen wir den Karton jetzt mal weg und dann widmen wir uns nämlich dem Bild und
meiner eigentlichen Bestellung. Denn die zwei Sachen, die ich euch hier gezeigt habe, die hat sie noch vom letzten Mal mit reingepackt. Genauso wie das Bild für meine Freundin aus ihrer privaten Sammlung. Und dann haben wir hier nämlich meine Bestellung. Und da kommen wir jetzt drauf zurück. Weil ich eine Leinwand bestellt habe aus ihrem Sale. Das ist eine B-Ware Reststeinchenleinwand. Ich muss mal gerade gucken, wo der Anfang des Tesas ist. Eigentlich lässt sie ja immer so ein Ömmes da übrig. Heute anscheinend nicht, um mich zu ärgern. Ja, das war jetzt der falsche Ömmes, aber ist nicht schlimm. Ich werde das dann gleich mit Washi-Tape wieder zusammenkleben. So, ich möchte euch nämlich zeigen, welches Bild ich mir ausgesucht habe. Das ist, es könnte doch schon fast der neue Druck sein. Janine, hilf mir weiter, denn die Leinwand ist super hell. Und der Druck auf der neuen Leinwand ist doch auch super hell. Oder, nee, die Leinwand ist dunkel, die Kreise sind hell, so war das. Nee, okay, es ist der alte Druck mit dem grauen Hintergrund. Aber das macht gar nichts, denn ich habe mir noch ein wunderschönes, ich roll die mal gerade andersrum auf, für ein Apfel und ein Ei, also das war ein richtiger Schnapper. Die Leinwand, die hat 38 Euro gekostet. Da habe ich irgendwie fast 30% gespart, meine ich. Ich habe mir nämlich, ich zoome euch noch ein bisschen raus, die Fledermäuse, wir machen mal so, wir nehmen mal den Ömmes hier zur Hilfe, von Harena als Reststeinchenleinwand gesichert. Die Größe ist ca. 50x70, die kann je nach Druck immer ein bisschen abweichen, aber minimal nur. Und ja, das ist die Fledermaus mit den Kürbissen, ein Herbstmotiv. Dafür werde ich weiterhin fleißig runde Reststeinchen sammeln und dann hoffentlich irgendwann mal das Motiv legen. Auch für dieses Motiv, wie in dem letzten Video gesagt, wird kein Bild ausziehen, denn es handelt sich hier lediglich um eine Leinwand, nicht um ein komplettes Kit. Und für diese Leinwand werde ich ja Reststeinchen aus meinen bereits vorhandenen Kits benutzen. Und deswegen wird hier keins für ausziehen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die Leinwand hier haben werde, bis ich mal dazu komme, die zu machen. Also es kann sein, dass ich die nächsten Jahre meinen ganzen Vorrat erst durcharbeiten muss, bis ich die Steine überhaupt zusammen habe und von da an. Aber ich lebe ja immer nach dem Motto, haben ist besser als brauchen. Darum habe ich jetzt eine neue Reststeinchenleinwand. Und dazu kommt, obwohl keine Steine dabei sind, immer die Tasche mit euren gelben Klebis zum Sticker machen. Mit dem Magneten passend zum Bild. Hier sieht man, gucke mal gerade, ich zoome mal rein, das geht immer ein bisschen besser vom Licht her. Hier sieht man die Fledermaus. Das Bild ist ein sehr dunkles Bild. Hier ist mein Goodie, da gucken wir gleich rein. Mit dem neuen Frühlingspapier, der Winter ist offiziell vorbei. Dann habe ich mir noch für meine Boxen, die ich euch in einem anderen Video vorgestellt habe, für meine Reststeinchenaufbewahrung, habe ich mir 3D-gedruckte Trenner bestellt. Hier in verschiedenen Farben. Da gibt es immer verschiedene Sets mit verschiedenen Filamentfarben. Und ja, ich habe einfach random eins genommen, weil mir waren die Farben egal. Und dann habe ich hier die Trenner. Richtig, richtig cool. Richtig mega Sache. Also die gibt es halt auf Papier und auch 3D gedruckt. Das werden wir irgendwann mal in einem anderen Video machen. Die habe ich mir bestellt. Dann habe ich mir für die Meerjungfrau, an der ich gerade arbeite, nachträglich nochmal zwei AB-Farben bestellt. Einmal für die Meerjungfrau selber, also für ihr Oberteil und die Schwanzflosse. Und einmal für den gesamten Spiegel, den sie in der Hand hält. Da habe ich mir gedacht, ganz cool sein, wenn man da AB-Farben drauf macht. Ich hätte auch gerne eine Fairy Dust-Farbe genommen, die gab es aber in der Farbe nicht. Das macht aber nichts. Dann habe ich mir passend zur Magnetbox, hier sehe ich was, was ich nicht bestellt habe, aber dazu kommen wir gleich, noch zwei Magneten bei ihr bestellt. Einmal diesen Narwal in der Narwal, so in der Muschel. Den fand ich mega niedlich.
Und dann habe ich mir endlich mal so einen Resin-Magneten, also noch einen Deluxe-Magneten bestellt. Da bin ich ja eher so ein Fan von. Ich mache mal gerade die Bubble-Folie auf Cam ab. Nicht wundern. So. Dann habe ich mir hier noch so ein... Oh, da ist auch eine chinesische Glücksmünze irgendwie drin. Habe ich mir noch so ein Koi. Oder könnte eine japanische auch sein, ne? Auf jeden Fall so ein Koi in meinen Lieblingsfarben gesichert. In Petrol. Da war ich froh, dass ich den noch erwischt habe. Die waren nämlich ruckzuck weg. Die schönsten Farben. Und da ist auch ein großer, starker Magnet unten dran, ne? Und ja, das ist ein neuer Magnet, der in meine Sammlung einziehen darf und demnächst auf ein paar Bildern Platz findet. Und dann hat sie mir, weil ich so lange auf meine Bestellung gewartet habe, noch den letzten Schokololli eingepackt, den es noch gab. Und cool. Etwas, wo ich natürlich erwähnt habe, wie toll ich das finde und welche Farben ich mag, hat sie mir noch ins Paket geschummelt, von dem ich nichts wusste. Sie hat nämlich neues Filament und hat neue, wunderschöne Stifte gedruckt. Ich meine, guckt euch diese Farben an. Ich gucke mal gerade, ob ich einen Aufsatz dafür habe. Testen wir das doch gleich mal. Ich habe nämlich noch nie einen 3D gedruckten Stift in der Hand gehabt. Da könnt ihr easy peasy euren Mehrfachaufsatz drauf machen. Der hält auch richtig gut. Also da kann man echt nicht meckern. Der ist fest, der schlackert nicht hin und her. Ich gucke mal, ob so ein Einer drauf geht. Die gehen ein bisschen schwer ab. Ist egal, aber der Einer wird definitiv auch passen. Wenn ihr bei ihr im Shop bestellt, dann kriegt ihr die Aufsätze schon mit dazu, zu dem Stift. Aber sie weiß, dass ich genug davon habe und vor allen Dingen auch oft Metallaufsätze benutze. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch eine Farbe aussuchen an Steinchen. Zum Beispiel jetzt hier wie die pinken AB-Steinchen. Der würde sogar auch ganz gut passen, dieses AB-Steinchen. Das würde die ganzen Pastellfarben noch ergänzen. Die hier um den Stift drumherum geklebt werden können. Das kann sie für euch machen oder ihr macht das selber. Kleine Kritik habe ich, liebe Janine. Wie soll ich mir jetzt Steinchen draufkleben? Du hast meinen Schnipsel vergessen. Ich hätte so ein Schnipselchen gebraucht für den Stift. Da muss ich mir was einfallen lassen oder nochmal bestellen, dann schickt es mir mit. Ja, wunderschöner Stift, liegt richtig gut in der Hand, ist gar nicht so leicht, wie er aussieht, also ist auf jeden Fall wesentlich komfortabler als die Stifte, mit denen ich gerade painte. Freue ich mich mega drauf, den zu benutzen, auch ohne Steinchen. Ja, und dann kommen wir noch zu dem Herzstück des Bildes. Ihr habt ja immer das Täschchen mit dabei, wenn ihr eine Leinwand bestellt. Und ihr habt immer noch eine Papierlegende dabei. Hier seht ihr das Motiv auch nochmal wunderschön. Und immer eine Stickerlegende mit dabei. Egal ob Reststeinchen, Leinwand oder nicht. Das Bild hat 60 Farben. Selbst ausgesuchte coole Symbole. Und ich freue mich schon darauf, das Bild dann irgendwann mal mit Reststeinchen zu legen. Vielleicht fange ich das dann auch schon mal an und gucke, wenn ich viel Schwarz habe, dann lege ich schon mal das Schwarz drauf. Da spricht ja nichts dagegen. Ja, das war meine Bestellung. Ach, fest hätte ich das Goodie vergessen. Hier habe ich mir das Goodie-Release-Papier ausgesucht. Wie soll es auch anders sein? Dann kann ich nämlich auch gleich mir die AB-Steine schnappen und zu meiner Mermaid gehen und den Spiegel und den Bikini von ihr ausstatten. Da bin ich nämlich schon. Und mal gucken. Oh, süß. Guck mal, was ich für Release... Oh, geilo. Guck mal, was ich für Release-Papier bekommen habe. Einmal so ein Wolf. Der ist ja wohl mega cute, oder? Hammer. Und einmal rote Herzchen. Schwarz-Pink sieht auch in der Kombo richtig geil aus, ne? Ich werde irgendwann mal ein Bild mit all meinen Release-Paper-Goodies ausstatten. Vielleicht nur ein kleines 30x40-Bild. Und dann haben wir ganz viele verschiedene Bilder drauf. Und dann können wir da mal ein Community-Projekt draus machen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet. Und ja, dann sucht sich halt jeder ein Release-Papier aus. Und das wird dann als erstes nach der Reihe gelegt. Ich stecke die jetzt erstmal ins Tütchen zurück, denn ich habe jetzt gerade keine Lust, mein Album rauszuholen. Ja, ich mache mal gerade noch, hier zeige ich euch gerade noch das neue Frühlingsmotiv.
Das ist meine gesamte Bestellung, inklusive des Goodies hier. Lasst mir doch gerne mal in den Kommentaren da, ob ihr schon mal im Shop bestellt habt oder ob ihr es vielleicht sogar vorhabt, nachdem ich euch meine Bestellung gezeigt habe. Ich kann auch noch mit euch ins Stickeralbum gucken. Dann kann ich euch da auch von meinem Eindruck erzählen, denn das wandert eh gleich ins Regal. Es ist auf jeden Fall ein Rakel dabei, schön leichter, um die Sticker glatt zu ziehen und schön zu befestigen. Es sind doppelseitige, recht feste Seiten bei dem Album dabei und davon auch ganz, ganz, ganz viele. Also da kriegt ihr einige Sticker rein. Die ersten Sticker für euer Album findet ihr auch direkt bei Janine im Shop. Ja, die hat 10 verschiedene Sets, A2 Stickerbögen. Und das Schöne daran ist, die haben nicht immer nur ein Thema, sondern ihr habt mal Blumen und mal Tiere zusammen. Dann habt ihr zum Beispiel Food-Sachen und Tiere auf einem oder Raupen und Tiere. Also ganz viele verschiedene Themen. Auch mal ein winterliches Motiv ist dabei. Und ja, vielen Dank, liebe Janine, für die Goodies, die du mir mitgeschickt hast, die ich zeigen durfte, für den wunderschönen Stift. Die werden jetzt auch bald in den Shop einziehen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, aber macht euch bereit. Wenn euch die Farbe gefällt, dann haltet die Augen offen nach dem Stift. Ich finde ihn wunderschön. Ich glaube, das ist der schönste Stift, den ich aktuell habe, von den Farben her und vom Grip her. Werde mir den sofort ausstatten und heute noch ausprobieren. Ja, vielen lieben Dank und danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und zugeschaut habt. Ich schnapp mir jetzt meine AB-Steine und meinen neuen Stift und widme mich wieder der Meerjungfrau, damit die auch bald fertig wird. Und wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn du bleiben möchtest, lass gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere durch zweimal Klicken die Glocke. Dann verpasst du keins meiner Videos mehr. Aktuell habe ich nämlich 3 Videos die Woche auf meinem Kanal. Mittwochs, freitags und sonntags. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Und würde mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.